Freunde, willkommen zu einem neuen Video von Basement 45. Heute geht es noch einmal um die Deutsche Grammophon. Ich finde, darüber kann man gar nicht oft genug sprechen. Es geht natürlich auch um die Original Source Series, die für dieses Jahr ihre ganzen Serien released hat. Es geht erst im Januar 2024 weiter. Dann mit einem absoluten Kracher. Darüber will ich euch dann auch ein bisschen informieren und euch das mal einblenden, was da alles kommt. Ich zeige euch jetzt nochmal, was dieses Jahr alles erschienen ist. Falls ihr es wirklich verpasst haben solltet, die Original Source Series von der Deutschen Grammophon stellt in kleiner Auflage, das sind immer so 2.000 bis 3.000 Pressungen und das in einer extrem guten Soundqualität von den Originalbändern, alles analog remastered. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht zu den ersten, das verlinke ich euch mal, schaut da gerne mal rein. Ich will euch nur mal zeigen, was bis jetzt alles erschienen sind. Es sind 11 Platten rausgekommen, darunter natürlich das absolute Highlight, Igor Strawinski, Le Sacre de Printemps. Unfassbare Dynamik, eine Platte, ja, über den Klang oder über die Musik. Man findet die Originale auch noch für kleines Geld überall in den Plattenläden. Also hört da mal rein, bevor ihr euch die kauft. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass die mittlerweile zu gesuchten Sammlerexemplaren geworden sind. Discogs hin oder her, die ist, glaube ich, mittlerweile über 200 Euro bei Discogs gelistet. Also extrem begehrte Platten, die jetzt die Deutsche Grammophon da auf den Markt bringt, unglaublich stark. Was haben wir dieses Jahr gehabt? Wir haben Igor Strawinski, wie gesagt, wir hatten Ludwig van Beethoven von Carlos Kleiber mit dem Wiener Philharmoniker. Auch hier, ich meine, diese Hype-Sticker, Pure Analog Mix Cut from the Original Half-Inch 4-Track Tapes. Alle kommen in diesen Resealable Sleeves und von der Qualität unglaublich. Dann hatten wir noch Gustav Mahler, Symphonie Nummer 5 dabei. Ich habe mich ja entschlossen, dann irgendwann doch einfach alle haben zu wollen, sammeln zu wollen, weil mich dieses Sammelfieber da bei dieser Serie komplett erwischt hat, wie bei keiner anderen Serie, außer vielleicht bei der Edition Longplay, die 2016 aufgehört hat. Wie gesagt, dann war da noch Franz Schubert dabei, das Forellenquintett. Auch hier haben wir eine Soundqualität. Einfach unglaublich. Die zweite Batch war dann Johannes Brahms, Doppel-LP hier, sowie dann das absolute Highlight. Und auch die habe ich doppelt, muss ich sagen. Ich kaufe sie manchmal doppelt, einfach nur um eine als Ersatz zu haben. Bei der Strawinski habe ich es verpasst. Da war ich noch so am Schauen. Hier hat mich die Serie dann vollends überzeugt. Eine Qualität. Ich blende euch das nochmal ein. Die ist einfach nur wirklich unglaublich. Und vom Klang her, ich habe bis jetzt wirklich noch nichts Besseres gehört. Genauso wie die Symphonie Fantastique von Hector Berlioz. Und zwar, das Ganze ist wirklich eine fantastische Symphonie, eine ausgedachte, eine Fantasie-Symphonie. Und wenn ihr wirklich mal Dynamik und oder einfach Drama hören wollt und eure Anlage bis zum Äußersten treiben, dann legt hier die zweite Seite auf, nämlich A March to the Scaffold, der Gang zum Richtplatz. Und Dream of a Witch's Sabbath beim Hexensabbat. Oh, wow, oh, wow, was da. Ich bin zwei, dreimal so auf der Couch zusammengesackt und gleichzeitig hochgesprungen, weil ich mich so erschrocken habe, was da alles passiert. Das geht so ab, wie dann in dieser Geschichte, ich kann vorgreifen, ist ja auch egal, die gibt es ja auch so ganz normal zu hören, von dem Protagonisten, ja, mit einem Schwert der Kopf abgeschlagen wird. Das fährt durch Mark und Bein. Das ist so aus dem Nichts, so dynamisch. Das erwischt euch eiskalt. Also bitte, Symphonie Fantastique, falls es die noch gibt, greift dazu. Dann hatten wir noch was von Mozart, muss dabei sein, von Friedrich Gulda. Wir hatten Claude Debussy, Nocturne und Maurice Ravel. So wie Ludwig van Beethoven, nochmal zwei Klaviersonaten, 25, 26 und 27 von Emil Gilels. Ich weiß nicht, wie es genau ausgesprochen wird.
Allerdings auch hier, wie das Klavier da angeschlagen wird, es ist Wahnsinn. Nicht nur für Klassikfans, finde ich, sondern für alle, die da wirklich das Besondere suchen. Original Source von der Deutschen Grammophon. Und zu guter Letzt Mavlast Bedřich Smetana. Man kennt natürlich die Moldau. Das ist ein Auszug aus der ganzen Komposition. Hier haben wir die ganze Mein Vaterland, Mavlast, Mein Vaterland. Fantastischer Zyklus. Eine Qualität, die es heutzutage wirklich nicht mehr gibt. Bei Klassik schon mal gar nicht, dass alles nochmal neu analog remastert wird. Und auch andere YouTuber, Michael 45, ist da ähnlicher Meinung, wenn er sagt, es ist einfach nichts Besseres da draußen. Selbst die Originale gegen diese Geschichten haben einfach keine Chance. Es ist ein bisschen teurer, das Ganze, klar, darüber müssen wir aber nicht reden. Wer es haben möchte, wird sich es kaufen. Ich bin ein Riesenfan. Und wenn man da noch bei der Deutschen Grammophon dabei ist und auf der Internetseite ein bisschen stöbert, so wie ich, dann wird man da etwas finden, was für mich wieder ein ganz, ganz starker Kandidat für Album des Jahres ist. Es kam in einer Phase zu mir, in der es sehr, 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 sehr schwierig war und das Album hat getroffen. Es hat mich bis ins Mark erschüttert. Unglaublich, was da produziert wurde. Die Sprache ist von Roger Eno. Und zwar The Skies, They Shift Like Chords. Sehr, sehr ruhiges Album, aber unfassbar melodieverliebt und Klanglandschaften, die da hervorgezaubert werden. Das ist einfach so schön. Man hört sich durch die erste Seite, man ist irgendwann nicht mehr drauf gefasst, dass da jemand singt. Und dann kommt Cecily Ennio drauf, Strangely I Dreamt. Und wenn ihr darauf nicht gefasst seid, wie die Stimme da rauskommt und euch einfach trifft, ich habe ein paar Tränchen vergossen bei Roger Eno. Das ist zu der richtigen Zeit kam es oder zu der falschen, je nachdem. Aber ich habe so eine starke emotionale Bindung jetzt zu diesem Album und danach auch gehört und immer wieder auch mit meiner Frau zusammen hingesetzt und dieses Album gehört. The Skies, They Shift Like Chords. Wie wahr ist das? Unglaublich berührend. Unglaublich sensibel das Ganze und ja, fast nicht von dieser Welt. Hätte ich nicht gedacht, dass Roger Eno mir so gefällt oder das, was er da kreiert hat, mich so trifft, mich so berührt. Aber dieses Album von der Deutschen Grammophon, ich wusste auch gar nicht, dass er da ist. Aber wenn man da ein bisschen durch den Shop scrollt, da findet man Sachen, mein lieber Mann. Lohnt sich da wirklich mal zu schauen, weil ich glaube, auch ihr werdet überrascht, was alles da so zu finden ist. Auf gut Glück, wie gesagt. Und wow, wow. Vom Klang brauchen wir gar nicht zu reden. Schaut noch mal. Caudal Drift, Tidescape, That Which Is Hidden, Illusion, Above and Below. Also alles Themen um Vergänglichkeit, um das Jetzt und Hier. Und alles ist so zart. Unfassbar. Unfassbar. Dann bin ich auf ein Cover aufmerksam geworden von Johannisson. Ich glaube, der gute Mann ist leider schon verstorben. Warum ich das mir besorgt habe, aus dem einfachen Grund: Hier ist die Sicario Suite. Und Sicario ist einer meiner Lieblingsfilme. Und hier ist die Suite drauf, die ich vorher nicht irgendwo entdeckt habe: Target, Desert Music, Melancholia. Natürlich auch andere Sachen, The Theory of Everything Suite. Es ist auch ein Film, Filmmusik. Und Johann Johannessons A Prayer to the Dynamo. Unglaublich starkes Album. Klassisch natürlich, das Ganze im Gatefold. Mit gefütterten Innenhüllen bei der Deutschen Grammophon. Aber auch hier, fast nicht in Worte, sehr, sehr ruhig natürlich. Aber wer Filmmusik mag, wer teilweise auch dramatische Filmmusik mag, Johann Johannisson, Prayer to the Dynamo wahrscheinlich. Für mich das Highlight ist und bleibt die Sicario Suite, auch relativ kurz mit knapp 10 Minuten, aber das, was mir wert, unfassbar. Übrigens, wer Sicario nicht kennt, unbedingt mal anschauen, es lohnt sich. Und das letzte war ein reiner Coverkauf. Nämlich dieser gute Herr hier. Wir reden hier von
ich muss das mal lesen. Vikingur Olafsson. Es sind die Goldberg Variations von Johann Sebastian Bach. Nur Klavier. Aber irgendwie hat mich das Cover gecatcht. Und auch da, ich bin ja momentan in einer Phase, wo ich neue Sachen gerne ausprobiere. Das Cover habe ich gesehen. Irgendwie erinnert er mich an Val Kilmer. Nicht böse sein, lieber Vikingur. Aber hier siehst du aus wie der junge Val Kilmer. Und dieses Album, diese Zurückhaltung des ganzen Covers, diese Bachs Goldberg-Variation. Wow. Auch hier, man muss Klassik mögen natürlich. Aber ich weiß auch nicht, ob der jetzt so besonders spielt. Ich kann das gar nicht so auseinanderhalten, die einzelnen Sachen. Aber was ich hier fühle, ist Gefühl, es sind Emotionen, das Ding in der Hand zu halten und der spielt dabei. Die Aufnahme ist tadellos. Also, Leute. Wahnsinn. Und zum Schluss unbedingt, und das zeige ich euch jetzt mal, ich blende das ein. Im Januar 24 geht es mit der nächsten Batch von der Original Source Serie weiter. Und da kommt nämlich William Steinberg und the Boston Symphony Orchestra. Drei Alben in einem fantastischen Boxset. Alle in dieser Qualität, alle von der Original Source Reihe. Und was kommt? Es kommt von Holz the Planets, also dieses wunderbare Cover. Ich zeige es euch jetzt mal hier. Und das innen aufbereitet zu hören, freue ich mich aber wirklich drauf. Dann gibt es natürlich von Strauss, also sprach Zarathustra. Auch da, wow, ich kann es kaum erwarten. Also erstmal das Boxset in den Händen zu halten. Und dann, wie gesagt, das zu hören in der überarbeiteten Version. Wow, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Und etwas, was ich nicht kenne, aber mich darauf freue, ist der Hindemith Symphony Matisse, der Maler. Ich kenne es nicht, aber ich zeige euch die Bilder hier, dieses Boxset, das, was da gezeigt wird. Wenn das in der gleichen Qualität ist wie diese Sachen hier, und das wird es ja sein, auch hier limitiert. Die waren dann schon auf 3000 Stück limitiert. Wahnsinn. Das, wo ich das heute da rausgefunden habe und gelesen habe, das hat mich so gefreut, dieses Boxset. Dann kommen natürlich noch zwei andere Sachen, also nicht nur dieses Boxset, aber für mich ist das dann ein Highlight. Claudio Abbado, Tschaikowski Sinfonie Nummer 4 wird noch dabei sein. Und dann etwas von Strauss, vier letzte Lieder und Tod und Verklärung und das Ganze von Herbert von Karajan dirigiert. Für mich das Highlight dieses Boxset. Auf die anderen Veröffentlichungen freue ich mich auch. Ja, mal wieder ein Video zu der Deutschen Grammophon. Muss sein, es gehört mittlerweile dazu für mich. Und wer mit richtiger Klassik nichts anfangen kann, checkt mal bitte Roger Inos neuestes Meisterwerk ab. Ohne Worte, ob es an der Situation lag, an der Zeit oder vielleicht musste es so sein, dass das Album zu mir kam. Wow. Die anderen habe ich euch gezeigt, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen bei einem weiteren Klassikvideo von mir. Ich hoffe, ich kann euch bald noch ein bisschen was zeigen, denn es ist noch ein bisschen was auf dem Weg, was ganz, ganz Spannendes. Und ich freue mich bis dahin. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Macht's gut.